So. Ich fände es auch immer cooler, wenn man in mehr Gebäude reingehen kann. Das mag ich immer, wenn so irgendwie. Also ich verstehe auch, dass nicht alle offen sind, aber wenn man vielleicht so häufig hat, einfach so einen Supermarkt oder so, in dem man betreten kann, wo man vielleicht irgendwie noch was findet oder so, weißt du? Das finde ich immer cooler. Aber dass man natürlich jetzt nicht so Loot geschenkt kriegt oder so, ist auch klar in so einem Spiel. Aber das ist ja meistens das Ding bei so Open-World-Spielen, dass eigentlich relativ wenige Gebäude zugänglich sind, ne? Das stimmt leider, das stimmt. Das ist bei GTA zum Beispiel genauso, obwohl es eine ganze Stadt ist, du kannst in fast kein Gebäude reingehen. Aber was mir Aber man muss auffällt, du schon hinterlässt sagen. nicht mal Spuren im Schnee. Oder doch, halt, oh, ich glaube, du hast eine Spur hinterlassen. Warte mal, Ja, doch, hinterlasse ich macht man, Spuren? Oh macht man. doch, Hier. Doch, tatsächlich, doch, ist ja doch. toll. Also im Schnee schon, nur halt nicht auf dieser Straße, wo halt kein Schnee ist, ne? Ach so, ja, nee, ist klar. Und im Also ich Feuer glaube. wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich bin mir aber nicht sicher. Geh doch Aber mal ich glaube zum durch. Beispiel. Warte mal. Doch, doch, tatsächlich. Also die sehen sogar gut aus, die Spuren. Ich gehe durch, ist okay. Und? Hat sie wehgetan? Nee, irgendwie nicht. Ich gehe nochmal rein. Da jetzt. Ich brenne sogar so ein bisschen. Aber Oh mein ja, Charakter jetzt. ist nicht so Ah, lustig. ah, ah. Aber man hat sich ja Aua. wieder so ein bisschen hoch. Ah. Danke für die clevere Idee. Jetzt haben wir beide einen Lebensbalken Ja, verloren. na super. Ein Drittel der Energie verschwendet. Klasse. Ich benutze einfach Klasse mal ein Idee. Medikit. So. Passt. Oh, Ist wie noch hast du das Eis denn drin gemacht rein? mit dem Medikit nochmal? Steuer kurz nach rechts, hast du doch angezeigt da. Ah. Das Interface ist generell ziemlich cool, finde ich. Ist ja toll. Ja. Und wenn man dann später diese Heilerfertigkeit hat, kann man halt auch Leute in der Umgebung direkt heilen. Oh, hier Ja. steht sogar nochmal dran. Revierbelagerung. Bilden Sie Teams mit anderen Agenten. Wozu? Gut. Können wir jetzt machen, wenn wir wollen. Ja, wir schaffen das. Aber. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Okay, dann versuchen Deckung zu bleiben und nicht so viel zu sterben. Das ist ein guter Plan, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe so meine So, Momente Feuer und gucken frei. gehen. Rechte Flanke. Alter, die Waffe zieht so dermaßen hoch. Ja, das Shit, shit, Automatikgewehr hier shit, auch shit, extrem. Sag shit. mal, Oben links kommen gleich kommt der Gegner, glaube ich. KI-Typ und schiebt Vorsicht. mich hier weg oder was? Hast du sie noch alle? Oh, lilane Typen sind bestimmt stärker, ne? Ja. So. Oh, da oben auf dem Dach auch noch. Eieiei. Hier ist Shit, was shit. los. Wie nach einer Apokalypse. Ja, sehr gut. Ach, shit, ich dachte schon, hinter uns kommt keiner. Alles gut. Oben auf dem Dach sind sie immer noch, pass auf. Ja, und hinter dem Auto hier ist auch noch einer, aber den hole ich mir jetzt. Shit, da wirft einer Granate. Pass auf. Au, 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 aua, 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 Ja, aua. du bist Das tat gleich mir down, pass richtig auf, weh. geh nach hinten irgendwo. Oh. Oh, mich jetzt fast erwischt. Das war zu viel Oh, des ich glaube, da Guten. ist eine Granate zu mir unterwegs. Achso, ich habe ja auch dieses tolle Ding. Warte mal. Oh shit. Hilfe! Nein! Renn weg! Renn weg! Oh. Shit. Mir geht's gar nicht gut. Ey, sag mal, könntest du mal aufhören, mich wegzuschieben, ey? Shit, Also. shit, shit, Granate. Oh, Wo sind die Rauchgranate, denn? bloß. Okay. Alter, die werfen Da ständig oben. irgendwelche Granaten runter, ne? Aber auch nur Rauchgranaten, habe ich das Oh Gefühl. shit, shit, shit. Achtung! Ja, stimmt. Warte mal, ich habe doch auch so ein Granatending. Ich muss mir mal ein bisschen weiter vorarbeiten und versuche, den mal meine Haftgranate ans Hirn zu werfen. So, ist noch einer oben, glaube ich. Ah, ich hätte die. Aber kommt ja Ah, nicht das ist ja durch, sagt geil. Die er. Haftgranate ist Was so eine denn? kleine Pistole. Das heißt, ich kann die Haftgranate auch direkt an den Gegner schießen. Das ist ja nice. Du musst du noch auflösen, Manuel. Ich Ja, glaube, habe es ich stand nicht nah versucht, aber genug. irgendwie der erste Versuch Ja. hat nicht geklappt. Nee. Komm, den holen wir uns jetzt. Kann man da hoch, weißt du das? Weiß nicht. Okay, wir haben ihn. So. Pass auf, da kommt schon gleich wieder eine neue Welle. An den Parkhaus erreichen. Hier liegen aber ein Haufen Medipacks rum, ne? Wir haben einen Ja. Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Wir wissen, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Beste Nachricht seit Monaten. Ich meine, was haben denn die letzten Monate gemacht? Gar nichts anscheinend. Oh, hier geht's aufs Ja. Dacho. Lass mal aufs Dacho. Vielleicht kriegen wir oben noch Loot. Ja. Also Ach hier, wo so. ich jetzt bin, nicht da, wo du bist. Wo bist du denn? Ach da, Hier oben, Mensch, wo du ich bist ja ein bin. Fuchs, was Genau. du alles für Wege entdeckst, du. Ja, vielleicht kann man hier halt irgendwie tatsächlich nochmal auf den Loot von den anderen zugreifen, die wir noch erschossen haben. Ich kann nicht rüber. Okay, hier geht's tatsächlich nicht weiter. Super, Ach dann brauchst so, du auch nicht. ja. Oder, warte War mal, ich eine probiere gute nochmal eine Sache. Idee, aber wieder nicht zu Ende gedacht. Ja, das konnte ich ja nicht ahnen. Ja. Das ist jetzt so. Kannst du nicht gleich so aggressiv hier reagieren, ja? Nur weil ich nicht gleich den richtigen Weg auf Anhieb finde. Ich bin auch Ich nur ein habe einen weiblichen Asiate. Kadlak.
Kalaka? War ja nur ein Scherz, Mann. Ich nehm's ja gar nicht. Wollte ich sagen, ich habe einen weiblichen Charakter und weibliche Charaktere haben nun mal so Tage, wo sie mal nicht so gut drauf sind. Okay. Ja. Achtung, ich bleib hinter dir noch, weil sag Bescheid, wenn du rum nach rechts wechselst, damit ich nicht in den Rücken schieße. Das also geht klar. Ja eh nicht, glaube ich, ne? Das nee, war ja eh nicht möglich. Oh shit, komm Nahkämpfer ran. Ja. Weg. Jo. Was ich eben übrigens festgestellt habe, als ich die Leiter runtergegangen bin, wenn du die Leiter, also wenn du die, na wie sagt man, die Rennentaste drückst, dann kletterst du schneller hoch und du rutscht die Leiter runter. Ah, nice, okay, okay. Warte mal, ich will mal eine Sache machen. Ich hoffe, dass es klappt. Oh yeah. Oh yeah, ich habe die beste Deckung von allen. Oh, ich muss aufpassen, ich sterb langsam. So, das mit der Haftgranate, das muss ich noch ein bisschen üben. Das geht noch besser. Ja, das glaube ich dir. Oh shit. Noch ein Lebensbalken. So, da drüben ist doch noch ein. Okay. Komm zu Mami. Such einen wieder. Alter, gerade riskante Situation. Also ich finde gut, dass sie auch schwer spielen. Es ist ein bisschen herausfordernd. Man muss auch echt aufpassen, dass man nicht so viel Schaden einsteckt. Was aber irgendwie auch ein bisschen lästig ist, weil dadurch, dass man ja dieses RPG-Rollenspielsystem hat, man muss den halt echt 20 Kugeln in den Kopf versetzen, bis sie endlich mal umfallen, ne? Ja, schon, aber du musst halt einfach mal gucken, sobald sie auf dich schießen, gehst du halt mal kurz in Deckung und wenn halt dann oh shit, weiter auf einem Anmarsch, und du heißt ja ein Lebensbalken mal wieder voll, ne? Also du stirbst ja nicht sofort, also du verlierst den ja nur, wenn du halt das stimmt natürlich mehr als bist du kriegst, Alter. Oh, Vorsicht. Oh. Ich wollte eigentlich gerade schlagen, aber warte mal. Hab ihn. Oh, nee. Oh shit, Gegner. Vorsicht, da ist ein rotes Fass nicht zu nah ran, ne? Achso, ja eben, weil ich hab nämlich. Nee, warte mal, das ist ein Wasserfass. Ich hab nämlich gerade schon auf diesen roten Benzinkanister auf dem Auto geschossen, in der Hoffnung, dass er explodiert, aber irgendwie funktioniert diese Regel nicht, also. Shit, ist direkt Gegner neben mir. Nein, ich bin down, es tut mir so leid. Shit. Warte, ich krieg nach hinten. Nein. Ich schlag den Sack. Achso, nein, ich bin auch down. Nein, du bist auch down, was machst du denn? Achso, was machen wir jetzt? Oh, Hilfe, ich hab aufgegeben, das wollte ich gar nicht. Sehr gut, gib niemals auf. Ich dachte, so wie in anderen Spielen, du musst eine Taste drücken, um am Leben zu bleiben. Und dabei war das die Taste, so um aufzugeben. Nee, was ist das denn für ein Scheiß? Ich glaube, wir haben gerade versagt. Also müssen doch ziemlich jetzt verkackt. Starten. Ja, ich hätte nicht so weit nach vorne gehen sollen. Ich dachte, da sind nicht mehr Gegner als diese 1-2, die ich da gesehen habe. Das war doch sehr, sehr naiv. Oh Mann. Okay, aber eindeutig bist du schuld, würde ich sagen. Ja, klar. Ach, komm mal hier rein. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Set drin, du. Ui. Hier, rechts in dem roten Rucksack. Ich krieg gleich mal wieder rechts hoch. Ach ja. Also wie gesagt, die roten Fässer. Ich weiß nicht, normalerweise rote Fässer, Regel Nummer 1, explodieren, wenn man drauf schießt. Ach, du meinst das, was da rechts steht? Ja, das, was hier vorne steht, da musst du aufpassen. Also diese komischen Plastidinger da vorne, die bringen wahrscheinlich nichts. Das sind ja bloß so eine. Ja, das ist gerade explodiert. Ich habe drauf geschossen, ich wollte wissen, ob es funktioniert, weil da hinten ist nämlich so ein roter Benzinkanister auf dem Auto, mit dem funktioniert es nämlich nicht. Ah, okay. Ja. Rechts kommt gerade einer ziemlich weit nach vorne durch, den schalte ich erstmal aus, kannst dich ja mal auf den. Oh, warte, hier links auch. Oh shit, hier kommen ganz schön viele. Okay, der links ist durch. Oh shit, ich hab einen Balken verloren. Oh, sehr gut, Alter, der hat richtig gesessen. Ja, sehr gut, ne? McGrath. Ja. Er lernt dazu. Na. So, ich gehe auch mal runter. Ich muss, glaube ich, Tom Medikit jetzt einsetzen, weil ich habe schon ordentlich verloren. So. Vielleicht will ich den Loot aufnehmen. Es ist manchmal echt gar nicht so einfach, den Loot aufzunehmen. Wenn, ja, dann bleibt trotzdem erstmal lieber hinten steht, ne? Shit, ich dachte, es macht mehr. Shit, ey. Direkt neben dir, Mike Rife, links von dir, direkt neben dir. Oh, ich komme hier nicht weg, ich komme hier weg. Oh, shit. Oh, ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Shit, weg mit dem Teil. Ich muss mir auch merken, dass man immer erst X drücken muss, um aus der Deckung wegzukommen. Komm zurück zu mir, hinter das Auto hier. Bist du bei mir? Ja, okay. Man kann nämlich nicht einfach aus der Deckung rauslaufen, sondern man muss immer X drücken. Okay. Habe ich Medikit dafür gebraucht? Ich glaube nicht. Oben rechts ist nur einer. Achtung. Oh. Hinten glaube ich auch noch ein paar. Warte mal. Eine Sniper wäre super, ne? Also doch, der Kanister da vorne hat super gebrannt, gerade auf dem echt? Auto. Ja, naja, gut. Verri, hast du einfach nicht getroffen. Na komm, Junge.
Komm schon. Sehr gut. Oh, der hat gesessen. Sehr schön. Okay. Oh, ich habe ein bisschen meinen Twitch-Chat aus den Augen verloren. Gamer975 ist wieder da. Ja, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Sehr coole Sache. Wer auch immer er ist. Ja, war schon fleißig bei meinem Star Wars Battlefront Stream dabei. War eine sehr, sehr lustige Runde. Okay. Ich weiß nicht, ob er meinem Lieblingszuschauer Benji mithalten kann. Mindestens. Mindestens. Oh, jetzt wird gebettelt um. Wer hat den coolsten Zuschauer? So, und Gameotronics ist auch mit dabei. Fuck, mir klingt die Muni aus. So, wundervoll. Jetzt geht nämlich das wieder los, dass man sich hier mehr auf den Chat als auf das Spiel konzentriert. Ja, gerade bei so einem Spiel ist es schwierig, glaube ich. Ich komme wieder zurück. So. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Nein, ich muss nachladen. Nein, dann auf. Ich geb dir Deckung. Von links. Shit. Ich muss nachladen. Ich soll dir Deckung geben, ich bin fast tot. Ich bin down. Nein, komm her. Komm zu Mama. Mami, die haben mir wehgetan. So, bitteschön. Dankeschön. Schon wieder Muni, sehr gut. Eine Splittergranate, ein Traum brauche ich gerade. So. Ah, so, ihr Penner. So, dann kann ich ja tatsächlich jetzt auch mal spaßhalber mal die Runde in meine Chatrunde mal rein. Reinfragen. Hört ihr denn eigentlich den Rubli, der mit mir hier zusammenspielt, oder hört ihr nicht? Ja, stimmt, das ist auch mal eine interessante Frage auf jeden Fall. Wir haben so ein paar technische Probleme irgendwie heute und das wäre natürlich super, wenn ihr uns die beantworten könntet. So, 90 Sturmgewehrmunition, sehr gut. Alter, also es läuft hier. Ich habe ein bisschen Munitionsknappheit, muss ich ehrlich sagen. Man muss schon aufpassen, wie man mit der Muni umgeht, dass man auch ein bisschen die Handfeuerwaffe benutzt. Aber ansonsten, Benji ist number one, ganz genau. Sehr gut. Okay, aber wir gehen ins Polizeirevier rein gerade anscheinend, oder? Ja, das hast du nicht, ja, es steht ja überall ganz groß auf dem Gebäude. Da war ungefähr ein 20 Meter großes Schild vorne. Ah, okay, das kann sein, dass ich das übersehen habe. So, war anscheinend nicht groß genug. Oh, ich nehme mein Schild mal in die Hand. Gut, Asiaten haben ja auch kleine Augen, deswegen siehst du nicht so viel, ne? Mies. Okay, ich geh mal über die rechte Seite. Ich seh dich. Steht auf dem Auto drauf, ne? Jetzt nicht mehr. Ich seh dich. Hast du gar nicht, ich seh dich gesagt. Sehr gut. Sehr gut. Oh, pass geil. Auf, dass du ich hab einfach durchs Auto... Granate. Alter, nein, oh, ja, oh. Typ. Nein, Hilfe. Lach. Hilfe, der schlägt Frauen. Der schlägt Frauen. hab ihn. Sagt mir gerade Gamer, dass man nur mich hört. Echt? Ja, wir haben hier irgendwie echt ein Problem, also... Kann ich pausieren? Geht das im Spiel? Nee, wa? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Geht das hier? Nee, pausieren geht, glaube ich, nicht. Könntest du mich kurz wiederbeleben, bevor ich abnippel? Ich versuch's. Sekunde. Das Blöde ist nämlich, ich bin auf so einer Ecke, wo ich nicht laufen kann. Also. Das ist praktisch, weil ich sehe dich natürlich kaum. Warte, ich hol dich. Ich bin. Also, Moment, ist so ein Schild echt praktisch. Hol ich dich gerade? Ja, ne? Nee, ich bin weg. Du warst zu langsam. Ich muss in 20 Sekunden bin ich wieder da. Super. Haben jetzt einen Moment Zeit, um. Egal. Um das technische Problem zu lösen, dass wir Robi jetzt auch in meinem Ding hören. Also warte mal, mich hört man mittlerweile bei dir. Was haben wir denn vorhin geändert? Ach genau, guck mal bei dir rein, ob die Stimme übertragen wird. Das, wie mache ich das? Indem du auf die PlayStation-Taste, Home-Taste drückst, dann gehst du auf Party, dann gehst du auf... Oh, ganz entspannt, warte. Bin dir zu schnell, ne? Ja. Party-Einstellungen? Chat-Audio, übertragen deine Stimme. Okay, ist drin. Warum haben wir das raus? Keine Ahnung. Siehst du, bei mir war es auch raus. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht gab es ein Update oder sowas, ist automatisch. Es ist unglaublich. Ob das wohl auch der Pockenvirus war, man weiß es nicht. Ganz eindeutig. So, vielleicht gehen wir diesmal so rein, dass wir nicht sterben. Und suchen uns erstmal eine Ecke, wo wir Deckung haben und rechnen damit, dass uns wahrscheinlich wieder einer im Nahkampf angreift. Das ist ein sehr guter Plan. Einfach reingehen und nicht sterben. Ich bin kannst auch einen Nahkampfangriff machen, ne? Ja, das habe ich probiert. Das Problem ist bloß, irgendwie mein zarter weiblicher Ellenbogen hat gegen den Gegner nichts ausrichten können. Okay, also ich empfehle Headshots. Die klappen ganz gut. Also da haben auch mit der Pistole, glaube ich, 3 oder 4 gereicht, wenn du genau den Kopf triffst. So, lass mal irgendwo hier hinten bleiben. Dann hocke ich mich mal da rechts an diesen Gabelstapel und tu dich hier links ans Polizeiauto oder an diese Ecke. Wie wär's? Ja, weit weg vom Gegner, du meinst, damit ich überlebe, ne? Exakt. Und ich versuche darauf zu achten, dass die nicht rechts durch diese Tür mich flankieren. Predats98 ist dabei. Ich grüße dich. Yeah. Ich bin leider ohne das Polizeioutfit ins Revier gegangen. Es tut mir sehr leid. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht freigeschaltet, diesen Code. Ich habe mich dran gedacht. Intelligenz und so. So, legen wir los.
Naja, du hast dann auch viel, du hast dann auch viel um die Ohren und so. Ich meine, setz mal deinen Haftgranat am besten gleich mal anfangen schon, damit du die dann sinnvoll einsetzen kannst, wenn der Gegner sich nähert oder so, weißt du? Das wäre doch ein Plan. Oh, du bist, ach Gott, du bist also an Schlauheit kaum zu überbieten. Ich weiß. An den Pfosten da? An den Pfosten da? Zum Beispiel. Ich schieß schon mal los, das ist nämlich so eine Stelle, wo man jetzt die Gegner gerade super hochjagen kann. Das hast du gut gemacht. So, Achtung. Nahkampf-Typ kommt von rechts an, Vorsicht. Alles im Griff, Mutti hat alles im Griff. Oh, was macht der Typ? Oh Granate. Nee, wir haben mit seinen Vorsicht. Rauchgranaten. Lass mal gut sein. Ja, die betäuben einen für einen Moment tatsächlich. Also die haben auch einen negativen Effekt auf uns. Aua. So, Gamer sagt, man hört uns beide hervorragend. Das ist doch toll. Da haben wir das irgendwie nach einer Stunde Livestream auch geschafft. Wundervoll. Alter, wo schießt Gegner der her? Komm auf dich zu, Gegner kommt auf dich zu. Vorsicht. Ich bin sowas von hinüber. Oh, shit. Aua. Nein. Ah, nein. Mutti ist da. Nee, Mutti. Mutti lebt noch. Sehr gut. Okay, da kommt noch mehr, Vorsicht. Mehr. So, diese Nebelschwaden sind echt fies. Also man muss jetzt sagen, für alle, die gerade reingeschaltet haben... Vorsicht, von links. Hab ihn. Granate, weg da. So, sorry. Wir haben auf jeden Fall, die Mission ist hier auf Schwierigkeitsgrad schwer gestellt und versuchen uns jetzt hier gerade zu zweit ein bisschen... Oh, Nahkämpfer, durchzukämpfen. Ah. Jo. Und wir kriegen es so einigermaßen hin. Aber nur so einigermaßen. Lalalala. So, ihr gebt mir da langsam auf die Senkel. Und außerdem tragt ihr alle dieselben Klamotten, ihr Stinker. Komm schon. Ah, sehr gut. Ich meine, The Division ist ja ein Rollenspiel, deswegen finde ich es total witzig, wie die Entwickler es versuchen eben auch zu schaffen, die einzelnen Gruppierungen, gegen die man kämpft, eben auch darzustellen, indem eben Plünderer zum Beispiel alle Hoodies tragen, ne? Ja, finde ich auch ganz witzig. Also wäre natürlich auch cool, wenn die ein bisschen abwechslungsreich sind, sondern so, dass vielleicht die Fraktionen einfach eigene Farben haben, was ich, die einen tragen lila, die anderen blau oder so, wie halt so in Gangs auch häufig. Aber ist auch okay, dass du halt vielleicht einfach, sind halt, RPG hast du ja eh immer, ist ja häufig auch bei MMOs so, du hast dann einfach der Gegner, Stufe 3, namens, Hoodie tragende Bandit, trägt halt einfach immer ein Hoodie und sieht immer gleich aus. Und die Stufe 5 Gegner in dem RPG sehen halt dann entsprechend auch alle gleich aus oder so, weißt du, deswegen finde ich das auch irgendwie irgendwo okay. Genau, war auch gar nicht lästernd gemeint. Predeads fragt gerade, kann man sich in The Division einen Charakter erstellen? Ja, kann man. Er wundert sich wahrscheinlich gerade, warum ich eine Frau spiele. Ja, also schon, du kannst dir mal jetzt gerade in diesem Moment auf meinem Kanal ein Video dazu angucken. Oder halt sehr auch morgen clever. Dann wahrscheinlich. Sehr clever. Oder dann halt auch morgen wahrscheinlich auf dem Kanal von McRive, da haben wir den Editor mal gezeigt, den Charaktereditor. Also auch an alle anderen, die es noch nicht gemacht haben und bei mir oder bei McRive mal reinschauen wollen, da haben wir den Charaktereditor mal gezeigt. Der könnte ein bisschen umfangreicher sein, wenn du mich fragst. Oh, die waren glaube ich schon auf uns da hinten, Vorsicht. Die hocken da hinten schon so ein bisschen. Ja. Ich gehe mal trotzdem ein bisschen ran und hock mich mal hier an das Ding. Okay, bist genau. Du bereit? Also man kann im Endeffekt nicht, wie man das aus anderen RPGs kennt, hier irgendwie komplett die Nasenbreite, Ohrengröße und so weiter verändern. Man kann im Endeffekt nur aus ein paar vorgefertigten, keine Ahnung, 10 bis 12 verschiedenen Varianten auswählen und dann noch die Frisur und die Haare, aber alles sehr, sehr eingeschränkt. Aber ja, grundsätzlich kann man es machen. Ich dachte, ich kehre in diesem Spiel mal ein bisschen meine weibliche Seite heraus und spiele mal hier eine reife Frau mittleren Alters mit graumelierten Haaren. Leider nicht. Oh, es geht los, ne? Achso, Entschuldigung, ich habe geschossen. Alles gut. Natürlich alles geht's los. Ist ja nicht so, als wenn... Ja. Den mal schmeißt du dafür mal Granaten da rein. Bam. Zack. Hast gesehen, was Mutti kann? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur selber gerade eine Granate da hochgejagt. Das hab ich gemacht. Aua, was ist denn mit mir los? Aua, ouch! Oh, Mutti hat einen fetten Kratzer abbekommen. Liegst du am Boden oder was? Oh, nee. Fingernagel abgebrochen. Oh, shit. Oh, mein. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht so lange wachsen lassen, liebe Mutti. Ich weiß, das ist sehr sexy, aber unpraktisch. Ich komme einfach noch nicht so sehr mit dem Deckungssystem klar. Man, mit X geht man ja in die Deckung, zack. Ja. Und dass man aber auch mit X wieder aus der Deckung raus muss, das habe ich noch nicht so geblickt. Man kann auch rauslaufen, glaube ich, aus der Deckung. Das kannst du auch alles anpassen, das ist praktisch. Du kannst da verschiedene Anpassungen vornehmen, das finde ich sehr cool. Das ist recht detailliert. Unter welchen Bedingungen du quasi... Du hast recht, man kann echt da... Achso. Ja. Wir könnten jetzt die zwei da befreien. Oder wir gucken uns erstmal nach Loot um. Ich könnte auch einfach mal den Laptop hier aktivieren, wenn du möchtest. Das kannst du auch machen, ja. Das wäre wahrscheinlich... Warte mal, ich komme mal zu dir.
Ganz entspannt. So, jetzt hau rein. Hau in die Tasten. Und mittlerweile weiß ich auch, wie man Computer bedient. Sehr gut. Tschüss, Jungs. War uns ein Vergnügen. Du spielst keine Asiatin, oder? Du hast tatsächlich einfach nur eine ältere Dame, Europäerin. Ja, guck mich doch mal an, guck mich doch mal an. Ich bin eine sehr attraktive, vielleicht auch südeuropäische Dame. Okay. Ich zeig ja, auch mal meinen Zuschauern mich mal von vorne. Schaut mal hier. Ist sie nicht wundervoll? Ein Traum. Ein Traum von einer Frau. Mhm. Ich wünschte, du würdest jetzt quasi in diesem Moment gerade direkt vor mir stehen. Im in Spiel. Okay. Stehst auf ältere Damen, ne? Hm. Ja, eindeutig, genau. Vor allem, wenn sie McGrath heißen und solch eine schöne männliche Erzählerstimme haben wie du. Willst du mein Toyboy sein? Oh Mann, das klang gerade so falsch. Okay, also die Toiletten und diese Kabine scheint tatsächlich nichts zu bringen, leider. Ah. Achso, ich dachte, das war eine Andeutung mit der Toilette und so. Naja, nee. Okay. Passen wir also mal nicht. Also ich glaube, wir sollen nach oben. So, die oberen Stockwerke durchsuchen es, glaube ich, relativ eindeutig. Das ist relativ, ja doch, das schnallen sogar wir. Achtung, so, warte mal, was ist denn, im Chat ist was los hier, du. So, Predats erstellt sich auch einen weiblichen Charakter, genau wie in GTA. Siehst du mal, endlich mal einer, der auch mal einen weiblichen Charakter erstellt. Wir haben vorhin nämlich schon festgestellt, als wir in dem Safehouse waren, dass ich irgendwie der einzigste weibliche Charakter war und alle anderen 20, 30 waren alle mitteleuropäisch Kerle, männlich die weiß. Die sie begafft haben, ja. Genau. Hier ist ein Truhe, komm mal ran. Oh, ein Mysteriegel, hallo. Boah, Gamer975 sagt gerade, boah, ist die alt. Also jetzt mal ganz ehrlich, Gamer, wenn die Alte aussieht wie deine Oma, dann Respekt. Respekt. Aber an deine Oma natürlich, dass sie sich noch so gut gehalten hat. Also er hat gesagt, das ist seine Oma, er kennt sie wieder. Genau, da hinten. Und sehr gut, hast du beides gefunden, ja, die zwei Objekte zum Sammeln. Nee, warte mal, ich bin hier, ja, so ein paar Sachen liegen immer rum. Ich vergesse bloß immer nach Kisten zu gucken. Also wenn du mal eine siehst, musst du mich darauf hinweisen, ne? Also da war gerade so ein Schubfachdings, hast du gesehen, was? Wo ich dann war? Hier Schubfachdings? Vorne? Hier, hier. Schubfachdings gesehen? Ich weiß nicht, Aktenschrank zum Aufmachen quasi. Aber nee, Schubfachdings ist irgendwie besser. Direkt vor mir, da warst du dran. Direkt vor mir, neben der Pflanze. Hä? Achso, ja gut, ich bin da hingelaufen, hab irgendwas aufgesammelt, aber musste keinen Knopf drücken oder so. Und hier hinten ist nochmal so ein Medikit-Rucksack. Das habe ich auch. Na gut, dann sag doch nicht, du sammelst das nicht auf, weil mehr habe ich ja, auch nicht gefunden. Keine Ahnung, ich laufe hier einfach, also diese Laberei und Lauferei, dann laufe ich über irgendwelche Striche und plötzlich sammle ich was auf und dann... Warte mal, hier ist aber schon wieder ein Gegner, oder? Okay. Ich habe das Gefühl, wir treffen gleich wieder auf Gegner. Ich guck mal ein bisschen Fernsehen. Ja, lass die Zeit, ich kümmere mich langsam um die Feinde. Obwohl hier eigentlich eine Schrotflinte, glaube ich, ganz geil. Aber ich nehme jetzt mal für den Moment hier die Schrotflinte in die Hand. Oder im Gebäude durchaus vom Vorteil. Ja, ein bisschen bessere Rüstung. So, und direkt die Schrotflinte macht nicht ganz so viel Damage natürlich, ist eine Stufe 1. Ich glaube, so im Häuserkampf ist die, glaube ich, ganz fett. So, ich sehe schon, die Toyboy-Aussage, die wird irgendwann in meinem späteren Leben nochmal gegen mich verwendet. Er wird im Chat gerade sich köstlich drüber amüsiert, dass, wenn man das Bild nicht dazu sehen würde, es sehr, sehr witzig wäre, zu hören, dass ich möchte, dass du mein Toyboy bist oder so. Also wenn wir irgendwann mal größer sind, wird da garantiert nochmal eine entsprechende Zeichnung entstehen von irgendwelchen Zuschauern oder so, die sich da die Mühe machen. Ich glaube, ihr wollt nicht, dass ich so eine Zeichnung mache. Feinde, übrigens. Feinde, wo sind Feinde? Ich gehe mal ein Stück nach rechts und kümmere mich dann um die, die hier rankommen. Da ist gerade ein Typ mit Besserschläger, Vorsicht, der kommt wahrscheinlich gleich auf dich zu. Legen wir los. Jo. Mann, den man durchschießen wollte. Entschuldigung. Der Typ ist ja lila. Aua. Hab ihn. Oh, mit der Schrotflinte machst du ordentlich Damage auf die, Alter, nice. Du hast wirklich recht, die Schrotflinte wäre jetzt hier echt die bessere Wahl gewesen. Du hast alles im Griff, richtig gut Schaden. Ja. Ich gehe ein kleines Stückchen nach vorne. Au! Ich versuch's auch mal. So, ich brauche schon wieder Medipick. Also, ich meine, wir haben hier Schwierigkeitsgrad schwer, das haut schon echt deutlich mehr rein als vorhin. Es ist anspruchsvoll, aber machbar. Ja, das macht auch mehr Spaß, finde ich, weil ich mag es auch nicht, wenn die Spiele zu einfach sind. Das stimmt natürlich. Der kommt. Shit! Alter, wenn die direkt vor dir stehen, ist ein so ein Schuss ausreichend, um die zu killen mit der Schrotflinte. Das ist echt nice. Ja. Oh, ich hau hier die Munition raus. Alter Falter. Oh shit. Oh. Halt dich! Ich rette dich, mein asiatischer Freund! Halt er sich mal?
Oh, hinter dir. Oh, ich habe keine Muni mehr. Shit. Du kannst auch die Waffen wechseln, die benutzen unterschiedliche Munitionstypen. Ja, ja. Aua. Ich bin sowas von dem Hintern. Oh. Hoffe ich doch nicht. Nee. Nee. Oh, aua. Ich habe kein Medipack mehr. Oh, ich bin futsch. Ich bin am Boden. Oh, oh. Mutti down. Oh shit, ist ein Gegner direkt vor mir. Helf mir. Helf mir. Ja, ist ja gut. Komm, 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 komm. Yes. Danke. Rauf mit dir. Vorsicht, links ist ein Gegner direkt vor uns. Ja, ich gehe erstmal zurück zu unseren KI-Kameraden. Was machst du denn hier hinten, ey? Das ist ja Arbeitsverweigerung. Warte. Ah! Ah, ich bin auch gleich down. Du hast einfach mal vorsichtshalber aufs Büro auf. Denkst du dir, naja, wenn ich einer kommt, hinten um die Ecke. Komm mal zurück. Du bist auch gleich zurück, tot. Zurück. Schnell. Ah. Komm jetzt zu mir. Du bist auch gleich weg. Wie hast du das geschafft, da hinten zu sterben? Keine Ahnung. Ich bin hinten nochmal gestorben. Weil ich nicht letzte Patrone nochmal oder so. Hast du den Fuß umgeknickt? Kommt doch auch irgendwie. Wie kommt man denn verdammt nochmal hier diese Seite wechseln? Ist egal. Ja, das überlege ich auch schon die ganze Zeit, ne? Die Perspektive. Wir haben das in der Beta auf jeden Fall irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ja, irgendein Knopf. So viele Knöpfe hat der Controller eigentlich auch gar nicht, ne? Aber ja. Komm schon, wir haben ihn gleich. Machen die KI-Kameraden da ja irgendwas, yes. Oder wie ist es? Alter, so. Da, linker Stick, während du zoomst. Damit wechselst du die Schulter. Ah, das war was Grünes. Sehr tricky. Oho, oho. Warte mal. Neues Spielzeug. Nee, das war, nee, also, nee. Hast du schon wieder irgendwelche, nee, Schneeflocken können es diesmal nicht gewesen sein. Was hast du denn diesmal gesehen? Staubpartikel, hochauflösende Maschinenpistole, die aussieht wie eine, wie heißt die nochmal, eine Scorpion ist es nicht, ich komme nicht auf den Namen. Ah, kann ich aber leider jetzt noch nicht benutzen. Wir bleiben bei der Schrotflinte, die macht sich echt gut. Ich glaube, ab Stufe 4 können wir tatsächlich zwei Primärwaffen tragen, wenn ich mich nicht irre. Und die Sekundärwaffe, dessen wechselt man auch mit zweimal Dreieck drücken auf die Sekundärwaffe. Hab ich denn irgendwas Tolles? Ich nehme jetzt auch einfach mal die Schrotflinte, mal gucken. Schon wieder The Division. Schon wieder The Division. Wir zocken gerade zum ersten Mal The Division. Liebe Shalisa, lieber, ich weiß gar nicht, bist du eine Frau oder ein Kerl? Das klingt so nach einer Frau, Shalisa. Bitte nimmst du dich übel. Wo sind echte Frauen? Macht er bestimmt nicht, so wie du lachst. Ach, echte Frauen. Siehst du, bei mir sind sogar echte Frauen zu. Shalisa scheint echt eine Frau zu sein. Wow, das freut mich sehr. Wir haben sogar weibliche Zuschauer. Also mit wir meine ich mich. Du ja quasi auch. Sie macht's wahrscheinlich, also, sie guckt wahrscheinlich nur bei dir, weil sie aus deiner Perspektive meinen tollen weiblichen Charakter sehen will, der nämlich diese weibliche Stärke ausstrahlt und. Du kompensierst doch die Tatsache, dass du keine weiblichen Zuschauer hast, bloß indem du einen weiblichen Charakter spielst. Damit wenigstens ein bisschen weibliche Femininität quasi in deinem Let's Play quasi vorhanden ist, wenn du verstehst, was ich meine. Das sind schon ganz schöne Anschuldigungen hier. Ich weiß auch nicht, ob das hier so, keine Ahnung, es gibt ja, du hast echt Glück, dass hier kein Friendly Fire gibt in diesem Spiel. Ja, habe ich. Komm mal zu mir, hier gibt's eine Blendgranate zum Looten. Das ist in meinem Fall, in deinem Fall bestimmt irgendwas Cooles. Wer halt deine eine Tasche. Blendgranaten? Ich dachte, jetzt kommt was Schlimmeres. Oh Mann. So bei Bill dachte ich, jetzt kommt was mit blöde Fresse oder so. Oh, können die Waffen hier nicht einstecken? Aus meinem Mund. Niemals. Nee, niemals. Oh, hier kann man so. Ach, da kann man eine Schublade öffnen. Ja, tatsächlich. Ja. Nahrungsmittelkonserve, okay. Ah, wenn du die Schublade öffnest, dann kann ich sie nicht mehr öffnen, aber ich sehe den Loot. Mhm. Ah, okay, das ist ja nett. Toll, das tut mir leid. Nee, ich kann den Loot nehmen, aber weil du vorhin gesagt hast, hier, öffne doch mal die Schublade. Ja, die war schon offen, deswegen, also ist eigentlich ziemlich cool, weil das wirklich so synchronisiert wird, dass ich also auch wirklich sehe, wenn du eine Schublade öffnest, dann sehe ich sie. Das ist cool, das freut mich. Ja. Aber ich versuche übrigens nebenbei, ich glaube, McGrive auch mal auf die Kommentare einzugehen, die ihr schreibt. Es ist aber sauschwer, das muss man einfach so sagen. Es ist sauschwer, bei diesem Spiel nebenbei auf Kommentare zu achten, weil das so viel Aufmerksamkeit erfordert auch. Ja. Stimmt's mir zu, oder? Also, das ist nicht so. Also, letzte Woche habe ich ja Portal Knights gelivestreamt und das ist relativ entspannt. Da guckst man nebenbei auf die Kommentare und schlägst mal hier und da einen Gegner. Aber hier musst du echt die ganze Zeit aufpassen und das geht dann. Ja, selten. Jetzt sind so ganz gute Phasen, wenn man mal irgendwie so einen Ansturm herum hat und dann guckt man kurz ins Inventar, da hat man mal Zeit, mal kurz in den Chat zu gucken. Aber wie gesagt, genau, nicht böse sein, wenn wir mal ein paar Minuten brauchen, um zu antworten. Exakt. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Hat's euch gefallen, freuen wir uns immer über ein Däumchen nach oben und über Kommentare unter den Videos. Möchtet ihr mal bei einem unserer Streams live dabei sein, dann schaut doch einfach mal vorbei unter twitch.tv/macralf und folgt dem Kanal. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ein Stream startet. Im Moment versuche ich einmal in der Woche einen festen Stream einzuplanen, mal solo, mal mit mehreren Leuten. Das kündige ich dementsprechend auch ein paar Tage vorher hier auf macralf Gaming auf YouTube an.
Kann aber sein, wenn ich ganz viel Zeit und Lust habe, dass vielleicht noch ein zweiter Stream dazukommt, den ich dann aber wirklich nur relativ spontan mache, wenn ich eben die Zeit, ein bisschen Luft dazu habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, egal ob auf YouTube, Twitch oder Facebook, Twitter und Co., wenn ihr mit dabei seid, denn ihr da draußen seid die Community. Und ohne euch ist der Kanal hier tot. Also ich freue mich, dass ihr so aktiv dabei seid. Und würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen und hören. An dieser Stelle Dankeschön. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.